willkommen zu einem neuen Video. Heute stellen wir euch das Schnierl-Schienensystem vor, welches wir in diesem Sprinter nachgerüstet haben. Zum Fahrzeug selber, es ist einer der letzten V6 Diesel Allradsprinter, die man bestellen konnte. Das Projekt selber, ja, von Bestelldatum bis jetzt ist knapp ein Jahr. Wie lange wir mit dem Kunden im Prinzip reden, wir haben ihn vorher beraten und es gibt so einige Sachen zu beachten. Der Kunde wollte eine relativ gute Ausstattung haben bei diesem Fahrzeug, das heißt zwei Batterie, Standheizung, Klimaanlage auf dem Dach für den hinteren Wohnbereich noch oder Aufenthaltsbereich. Und demzufolge sind wir schon beim ersten Problem angekommen. Das Fahrzeug hat eine 3,5 Tonnen Zulassung und hat demzufolge nur noch knapp, ich sag mal, 800 Kilo Zuladung und gleichzeitig wollte der Kunde eigentlich hinten 6 Sitzplätze reinhaben. Nun muss man wissen, 800 Kilo Zuladung, bei dem, was wir verbaut haben, sind schon mal 300 Kilo weg davon. Das heißt, wir haben nur noch 500 Kilogramm Nutzlast. Pro Sitzplatz berechnet quasi die Dekra nochmal 75 Kilogramm. Das heißt, wir haben den Beifahrersitz, den wir mitberechnen müssen, und die hinteren Sitzplätze. Und wenn wir hinten 6 haben wollen, plus den Beifahrersitz, sind wir bei 7 Sitzen mal 75 Kilo, sind wir schon bei 525 Kilo. Das heißt, es wäre gar nicht eintragungsfähig gewesen. Also musste hinten Kompromiss her und das zeigen wir euch jetzt mal. Paul, komm ruhig nicht her, man sieht ja gar nichts. Also, der Kunde hat sich letztendlich entschieden für 2 Einzelsitze und eine Schlafsitzbank mit 3 Sitzplätzen. Hier sieht man das Schnierl Schienensystem. Dann haben wir verbaut einen PVC-Boden in Schiffsdeckoptik. Ich denke, es sieht sehr ansprechend aus. Und ja, zu dem Schienensystem wollte ich euch gerne noch was zeigen. Also gehe ich wieder raus. Oftmals denken viele Leute, dass wir so eine Airline-Schiene verbauen, um Sitzbänke zu befestigen. Das ist natürlich nicht so. Das ist eine richtige Schiene, die da verbaut worden ist. Paul, guck mal von der Seite, dass man die Bühnen mal sieht. Ist natürlich wesentlich robuster. Von oben sieht es natürlich gleich aus, weil das Lochmaß identisch ist. Und der Vorteil bei Schniere, bei dem Schienensystem ist, man kann jetzt auch die Fittinge, irgendwelche Halter auch dafür mitbenutzen. Also zum Beispiel um Fahrräder zu transportieren oder Motorräder. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Also nicht nur Sitze, sondern auch Ladungssicherung kann man damit befestigen. Ja, dann gehen wir mal rein und gucken mal, was das Schnierle-Sitzsystem kann. So. Also Einzelsitze sind ausgestattet mit Isofix, das heißt, ich kann hier auch Kindersitz natürlich befestigen. Der Kunde hat jetzt letztendlich gesagt, er möchte auch eine Sitzgruppe darstellen und deswegen sind diese Einzelsitze auch drehbar. Muster ist natürlich passend zu den Vordersitzen, original Mercedes-Benz Stoff. Ja, so, ich zeige euch jetzt mal einfach, wie so ein Sitz funktioniert. Wir haben hier immer Füße, die einrasten. Jetzt ist der Sitz fest und dann drückt man den einfach runter und zieht den raus. Und jetzt kann man den Sitz ganz einfach hin und her schieben oder dann auch rausheben. Dann haben wir im vorderen Bereich einen kleinen Griff, womit wir dann den Drehmechanismus betätigen können. Und eine Querstellung sozusagen. Warum hier? Dann haben wir schon den ersten Sitz drin. Ich lasse das jetzt mal, keine Lust mich jetzt hier zu verbiegen. Und hier genau das gleiche. Sitz aufdrehen. So, ein bisschen schwer, ist halt neu. So. Jetzt kann man den Sitz natürlich noch arretieren und damit man nicht wegkippelt. Ja, dann haben wir hier den Business-Tisch von Schnierle. Kann man auf und her schieben. Der ist ein bisschen leichter. Also einfach
raus und so geht das halt mit den Sitzen auch sehr einfach. Während der Fahrt natürlich arretieren. Schieben noch ein bisschen weiter vor. So, was jetzt natürlich der Vorteil ist, man kann den auch ein bisschen schräg stellen. Und so kann man auch vernünftig beim Wohnmobil-Dinner dran teilnehmen. So, wieder zusammenklappen. Ein bisschen hoch. Arretierung lösen. Dran. So, dann haben wir hier die Schlafsitzbank. Die hat von den Systemen her das gleiche, die Füße. Ein bisschen robuster noch, ein bisschen kräftiger. Die müssen ja auch andere Zugkräfte haben. Also, so eine Sitzbank müsst ihr wissen, wenn die getestet wird, bevor sie eingebaut wurde oder im Entwicklungsbereich. Hier gibt es Zugteste beim TÜV mit, ich glaube, Dreiersitzbank 10 Tonnen. Das heißt, hier kommt der Gurt ran und die Rückenlehne darf sich nur einen bestimmten Bereich bewegen. Und ich glaube, bei der Dreiersitzbank sind das knapp 10 Tonnen. Ansonsten, einige kennen das vielleicht, die Schlafsitzbank. Kopfstützen integriert, kann man auch rausziehen. Hier haben wir einen kleinen Reißverschluss und da dann auch Isofix mit drin. Das heißt, wir haben jetzt hier in der Konstellation 4 Sitzplätze sogar mit Isofix, also auch für eine große Familie gedacht, mit mehreren kleinen Kindern. Und die Schlafsitzbank selber. Und ganz einfach ein bisschen hochziehen, umklappen. Dann haben wir hier eine kleine Arretierung und der fertig. Ab und zu kommen mal die Fragen wegen einem Topper. Also ich habe ja dieses Prinzip der Sitzbank selber im Style Camper von uns drin. Das ist dieses Auto mit den... Habe ich es überhaupt schon vorgestellt bei YouTube? Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Nee, das wird aber Zeit. Das wird aber wirklich richtig Zeit. Hier hat der Kunde halt Wert gelegt, dass es einfarbig der Stoff mit den Vordersitzen ist. Bei dem Style Camper haben wir den türkis-weißes Porsche-Leder genommen. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Und letztendlich schlafen aber unsere Kids darauf. Die brauchen keinen Topper. Also ich würde sagen, 85% unserer Kunden brauchen keinen Topper. Für die ist das eine optimale Polsterung, auch wenn sie 3 Wochen unterwegs sind. Zusammenbauen ist genauso einfach wie der. Hochklappen. Zack. Und schon fertig. Schieben zeige ich heute auch nochmal. Man rutscht heute mein Pullover irgendwie immer hoch. Und jetzt, wenn man ein bisschen mehr Kofferraum braucht, schiebt man vor, arretiert wieder fest. Lass sie jetzt einfach mal hinten. So, dann haben wir natürlich durch den Bodenaufbau, weil er ein bisschen höher ist, mussten Trittstufen angepasst werden. Die Übergänge zu dem vorderen Fahrerteppich. Wir können auch hinten mal gucken. Sieht man das noch ein bisschen oder muss man Licht machen? Hier ist auch robuste Abschlusskante. Ja, alles einfach zu reinigen. Hier kommt man mit den meisten Staubsaugern auch sehr, sehr gut rein. Also ich selber nutze das System jetzt in dem einen Auto, ich glaube, fast 3 Jahre. 2,5, 3 Jahre, 100.000 Kilometer. Ich bin echt happy damit und wir können es halt nur weiterempfehlen, auch wenn es mal 1 Euro mehr kostet. Aber dieses flexible System, dass man jetzt zu zweit oder zu dritt innerhalb von, naja, entspannten 10 Minuten das Auto leergeräumt hat und ich habe komplette Ladefläche, mehr geht nicht. Was sagt ihr zum System? Schreibt es mal in die Kommentare. Glocke drücken, irgendwo, hier, da, keine Ahnung. vielleicht ein Abo dalassen und schaut mal ruhig gerne in unsere anderen Videos rein. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bei uns auf dem Kanal bleibt.